Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part der XCOM Enemy Within Kampagne. Ja, wir haben da jetzt Optimierungen am Laufen, zumindest mal eine, testweise. Und ansonsten ist es einfach ein, genau, abwarten. Und zuletzt hatten wir noch diesen Terrorangriff, um den wir uns kümmern sollten. Entsprechend schicken wir da auch eine Truppe los. Da fehlt uns noch eine letzte Person. Mal sehen, wie wir da mit reinstopfen in die Truppe. Wir haben immer noch unseren Unterstützer, der dazu landen muss. Den behalten wir da auch bei. Wir könnten nochmal einen zweiten Sniper mit dazu holen. Wir hätten da die Madame Durand. Und mal gucken, könnten wir die noch ein bisschen hochpushen mit ihrer ganzen Bewaffnung. Wir haben nur eine Titanenrüstung. Lassen wir Präzisionsgewehr. Ansonsten haben wir noch einen Chitinpanzer übrig. Gut, aber Demon braucht den nicht zwingend. Aber erstens braucht sie den, weil sie natürlich eine schlechtere Stufe hat und damit weniger TP. Wenn wir noch ein Medkit mit dabei haben. Nee, haben wir keinen zweiten. Ich dachte, Murray hat den. Das ist bei dir Tankiness. Und dann bekommt sie nämlich das Scope, um ein bisschen besser zu treffen. Und dann legen wir mit der Truppe mal los. Gucken, dass wir sie ein bisschen skillen können. Und ja. Das Firestorm bauen immer noch, also die Mission hat da relativ wenig mit zu tun. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ich weiß halt auch nicht, wie das dann in der Schwierigkeit aussieht, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich in der Story relativ weit bin. Es gibt das weitere Berichte, dass die Aliens in einer Großstadt aktiv sind. Okay, das ist eine Evakuierungsmission, sehe ich gerade. Central, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Immer diese. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Wo wenn ich das? Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Das sind Zivilisten könnte vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Der war schlecht. Ich bin mit UN einfach nach vorne gerannt. Das war überhaupt nicht cool. Aber immerhin, wir haben noch Möglichkeiten. Erstmal snipen wir die Baby-Robos weg. Haben wir die. Was machen wir da? Ich weiß nicht, ob der kritische Damage für den Typen reicht. Ansonsten hätten wir. Kritischer auf den Motoren besser. Gut, ist jetzt alles nicht so toll gestartet. Aber wir haben schon mal guten Job hier gemacht. Wenn der jetzt ranläuft, dann müsste sie Nahkampf zünden und ihn automatisch eliminieren. Jo, sieht doch gar nicht mal mehr so schlecht aus. Auch wenn ich da ein bisschen dumm vorausgerannt bin gerade. Du die gleiche Option. Das ist die nur. Nur uns mal, ob du da hoffentlich mit rein triffst. Oh, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie viel da noch kommt vom Game. Um ehrlich zu sein. Im Sinne von, wie weit geht der Story-Modus noch? Weil das ist ja quasi die Story, wenn ich meine Hauptziele verfolgen soll. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, was da eben noch kommt, was die Aliens da noch so im Angebot haben gegen uns. Weil dann möchte ich ja doch richtig top vorbereitet sein und nicht nur so halb. Okay, der läuft zurück. Das ist super für uns. Ja, den Zivilisten erlegt. Ja. Zivilisten erlegt. Wir könnten da. Ist mit dir jetzt mal weiter mutig. Bis hierhin kommen wir nicht. Komm bis zu dem Auto. Dann rennen wir bis zu der Deckung. Einfach gucken, wer da noch so rumsteht. Da sind. Okay, noch mehr. Noch mehr von der Sorte. Sie verlieren an Boden. So, Mr. Sniper. Der hat echt. Ne, den One-Shotten? Es ist unfassbar. Aber gut, der war in Deckung. Das heißt, der ist jetzt erstmal
Wenn du jetzt den triffst, sei das schon echt supi. Sehr schön. Ja, dann läuft er jetzt wieder ran und dann zündet auch wieder Nahkampf. Ist lustig, wie man die, deren AI ein bisschen abusen kann. Und da hat das Team noch 2 Hitpoints. Kann er jetzt direkt angreifen, wenn ich direkt daneben stehe? Allein, das kümmert ihn gar nicht. Okay, das kümmert ihn gar nicht. Ist natürlich gut für uns. Aber 55% ist jetzt nicht so geil. Ja, wie befürchtet. Aber sie hat ja auch noch einen Attack. Ganz vergessen. Aber wenn ich es mit ihr aber auf ihn schießen könnte, wäre das nochmal schöner. Also, gucken wir mal, ob er da noch was machen kann. Er hat auch noch eine Laserpistole. Lasergewehr. Schön. Läuft doch. Dann. Da drüben ist nicht. Das ist so ein Streifen, den man entlang rennen kann. Spottest du auch? Im Prinzip, ich rette ja alle restlichen Zivis, wenn ich alle Gegner ausschalte. Aber wirklich, der, wenn du den triffst. Das ist sehr schön. Zieht sie noch weiter zurück. Aber Platz ist doch da gar nicht mehr, oder? Ist das schon Map-Brand? Das ist Map-Brand. Okay, ich glaube, das ist so ziemlich der letzte. Ah, okay, da kommt nochmal mehr Unterstützung. Wir haben immer noch Sniper da hinten. Meine Rakete kriegen wahrscheinlich nicht bis dahinter. Ne, nicht ganz. Und mit ihr noch einen Schuss. Ihre Trefferchance ist relativ mickrig. Schauen wir mal. Sehr schön. Schon mal einer weniger. Du hast die 65% Chance. Auch gut. Ich würde mal behaupten, unser Fortschritt ist beachtlich. Mache mich auf den Weg. Sie sollten jetzt hier verschwinden. Kümmerst dich dann darum. Gut, die Bushaltestelle ist komplett ruiniert. Aber Mieser Trip macht nicht genügend Damage. Indem man einen in Panik versetzen. Hm. Gute Frage. Wie gehen wir das am besten an? Könnte man natürlich auch rauslaufen, aber ich weiß nicht, wie viel Damage die Typen austeilen. Und Print und Schuss habe ich nicht mehr. Dann wäre ich das sinnvollste Move versuchen, den aus der Distanz wegzuschießen. Okay, hat funktioniert. Das heißt, es sind jetzt noch 2 Gegner da. Ah, das hat das Auto zerlegt. Ja, da ist der Typ mit 2 HP und der Typ mit ein paar mehr HP. Ich liege unter Beschuss. Ich glaube, das sind die letzten beiden. Ein bisschen was gestorben, aber... Oh, schön. Versuchen uns an dem mit dem kritischen Schuss. Sehr schön. Und. Ah, okay, sie hat den gar nicht mal mehr im Visier. Gut zu wissen. Ja, da können wir einfach. Kriegen wir das hin, ohne die Zivis zu killen? Ich denke. Ah, nein. Das ist okay. Wenn man schon die Meldung kriegt, schon nicht gut. Bike, reicht? Hey, warum nicht so? Warum nicht so? Dein Albtraum fängt gerade erst an. Ein weiterer Sieg. Genau, so macht man das. Ja, ach, jetzt hätte ich Mission erledigt. Ja, ich bin mir nicht sicher, was nach diesem Aufseherschiff noch kommt. Wahrscheinlich, das stürzt dann ab und wir müssen uns darum kümmern. Von unseren Truppen gesetzten Maßstäben gerecht werden. Was ist das andere?
Genau, das ist das Sicherungsfeld für uns, aber ich finde Gedankenkontrolle einfach lustiger. Immerhin Waffenfragmente, sehr schön. Das hilft beim Denken Sie daran, wir behalten beim Forschen. Ich meine, es hatte paniktechnisch gut aus. Ja. Zentren erforderlich. Okay, was? Einsatzzentrale erforderlich? Sicher was der Robo gerade geredet hat. Auf jeden Fall können wir jetzt eine neue Forschung starten. Missionslanze. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel da noch an Forschung kommt. Das ist eben so der Punkt. Ich baue da unten sogar noch. Wo baue ich denn gerade noch meine Einrichtungen? Ah, genau, das letzte Labor muss noch fertig werden. Dann haben wir da die Reihe. Dann haben wir hier noch Gebäude, die wir eventuell verwenden. Ich weiß nicht, ob noch Gebäude mit dazukommen. Ah, neues Achievement. Wer braucht schon Gliedmaßen? Weil wir jetzt jemanden alles abgeschnitten haben. Die kybernetischen Interfaces sind implantiert. Aber ohne einen Cyberanzug sind sie noch zu nichts nütze. Ich würde vorschlagen, dass wir umgehend einen herstellen. Sie werden überrascht sein, über welche enormen Fähigkeiten unser neuer Mech-Soldat in diesem Anzug verfügt. Okay, das ist das andere Ding, das wir bisher noch nicht hatten, nämlich Mech-Kämpfer mit Mech-Kampfanzügen. Ah, okay, da gibt es eine eigene... Ui. Müssen optimiert sein, 3 Entwicklungsstufen. Und mit dem geben Flammenwerfer. Oh, das ist lustig. Kinetischer Schlag. Unsere Cyberanzüge haben sich in der Schlacht bewährt. Je öfter wir unsere Mech-Soldaten nun einsetzen, desto mehr werden sie sich an die Anzüge gewöhnen. Und, wenn das Schicksal es gut mit uns meint, dazu beitragen, diesen Krieg zu gewinnen. Achso, das ist jetzt quasi eine Ausrüstung für diesen einen Soldaten, der ein Mech ist. Genau, der ist ein Mech-Kämpfer. Das sieht echt ein bisschen gruselig aus, muss ich schon gestehen. Okay, was haben die? Haben eine ganz eigene Fähigkeitenrunde. Ausbildung Begleitschaden. Flächenangriff, der die meiste Deckung zerstört. Dann haben wir verbesserte Feuerkontrolle oder automatische Gefahrenprüfung. Oh, das ist ja krass. Keine Abzug mehr auf Zielgenauigkeit oder einfach mehr Verteidigung während Feldposten. Was haben wir da denn da? Bonusschaden. Oh, Bonusschaden, wenn Autopsie durch Autopsie Schwachstellen bekannt sind. Und das ist zusätzliche Tankiness. Okay, die Typen sind ja lustig. Bewaffnung ist eben, genau, ich kann dem dieses Ding. Das kinetische Angriffsmodul ist eine starke und doch präzise Waffe. Es kann von entscheidendem Vorteil im Nahkampf sein und die Deckung des Feindes neutralisieren. Also wir sind quasi das gleiche Ding, dann diese Sektoiden. Und entsprechend gibt es auch hier noch andere Waffen, die man umrüsten kann. Lustig. Okay, das ist schon krass. Okay, warte. Da hieß es, es gibt noch... Ne, Forschung technisch haben wir hier nichts. Das heißt, ich muss in der Technikabteilung mich da irgendwie drum kümmern. In der Richtung habe ich natürlich wenig gemacht. Aber die kann man nicht... Also... Ne, Schiffs sind ja die ganz vollautomatischen Robos. Sind das alles Gießereiprojekte? Das ist Schiffs. Verbesserter Flug. Was ist auch Schiff? Also, ich bin mir gerade nicht sicher, wie das zustande kommt. Aber wir haben gerade nichts mehr Neues in der Forschung, also keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Testweise von den Typen. Keine Ahnung, wie tanky die sind. Das können wir vielleicht mal ausprobieren in einem kleineren Einsatz. Erstmal hier auf die neuen Sachen warten. Und eine weitere Alter, Panik schießt ja direkt nach oben. Geht gar nicht, Leute. Geht gar nicht. Wo ist Miss McDonald? Dankeschön. Sie wird bald ein Major. Major. Plasmapistole, genau. Hast du. Splittergranate. Passt. Ansonsten.
Stimmt, ich kann jetzt noch. Ich kann auch Gene modifizieren. Das wird noch ganz interessant. Das kann ich noch angehen. Ja, super. Einmal auswählen. Bewaffnung habe ich nichts geändert. Nee. Also auf zu deiner Mission. Dass wir Exalt endlich mal in den Griff kriegen, weil das kann es ja nicht sein. Dass die hier immer noch mir auf den Keks gehen. Ich könnte die Cyberdisks ausliefern, aber es bringt uns Ingenieure und da habe ich einfach echt keinen. Absolut keinen Anreiz dazu. Ja, es fehlt noch Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Die Aliens sicher mehr als enttäuscht, dass wir nicht so leicht aufgeben, wie sie gehofft hatten. Hoffe, wir kriegen das dann endlich raus. Das ist halt auch noch ein Ding, das ich abschließen möchte, bevor ich irgendwie in der Main Story da noch weitermache. Okay, dann ist das eine letzte Labor ready. Fusionslanze ist auch durch. Diese Waffe gehört zu den stärksten, die wir je von den Außerirdischen erbeutet haben und wir haben ihre vernichtende Wirkung schon an unseren eigenen Jägern erleben müssen. Leider ist sie eindeutig für ein viel größeres Schiff gedacht mit mehr Tragfähigkeit als alles, was wir derzeit besitzen. Um den Mechanismus an unsere Jäger anzupassen, mussten wir die integrierte Energieversorgung und die Wächte Wärmetausche in viel kleinerem Maßstab völlig neu entwerfen. Wenn wir diese Waffe einsetzen können, habe ich keine Zweifel, dass unsere Piloten im Gegner im Kampf um die Luftüberlegenheit zumindest ebenbürtig sein können. Also das ist so ziemlich das mächtigste Ding an... Ja, mächtigste Flugabwehrwaffe. Okay, wenn man Firestorm mit dem Ding ausrüstet, dann ballert das anscheinend alles aus dem Himmel. So, wir brauchen jetzt noch 69 Waffenfragmente, nice, um zum Atomlenkraketenwerfer zu kommen. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Gerade so am Rande da am Start sind. Ne, das sind alles. Ein Stasis-Tank haben wir einen noch. Bemerkenswert. So, ja gut, dann warten wir auf den nächsten Zeug. Bessere Reparaturen, Psi-Tests kommen zurück und Ratsbericht ist in Kürze. Da kriegen wir Legierungen und Illyrium zurück. Und ein bisschen Geld. Ich könnte auch ein Schiff bauen, wenn wir mal das Geld dafür hätten. Aber Geld kriegen wir in der nächsten Ratsrunde. Dann warte ich auch merken, wie viel Ärger genau dieses Aufseherufer macht, weil ich habe immer noch keinen Firestorm. Das heißt, wir lassen das Ding. Es heißt auch letzte Vorbereitung bei dem Ding. Darum bin ich da eben so nicht gewillt, mich darauf momentan einzulassen. Okay, dann machen wir es nochmal. Okay. Die alle sind unbegabt. Müssen die einen gewissen Rang haben, dass das funktioniert? Wen haben wir denn noch? Von unseren Top-Leuten. Demon. Raider. Dann haben wir Whiskey. Dann haben wir auf jeden Fall einen Unterstützer. Dann stecken wir euch drei da mal rein. So, was sagt der Rat? Bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt. Ja, es ist das Aufseh-UFO, das ich noch nicht direkt angehen möchte, weil ich Sorge davor habe, dass ich mich da übernehme. Dass wir noch nicht ready dafür sind. Das ist halt meine große Angst. Wir haben jetzt die neuen Techniker sind eine solide Finanzspritze. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Und wir wollten noch Legierungskanonen bauen. Das ist die mächtige Schrotflinte. Die kostet halt auch Geld ohne Ende. Aber wir haben sie jetzt. Eine Railgun. Das ist eine Mech-Waffe. Das ist, glaube ich, auch die Partikelkanone ist, glaube ich, eine mächtige für den Mech. Dann schreiben wir uns das mal, um zu gucken, was das an Damage macht. Genau, mir kam nicht noch ein Gedanke, diese Erzengelrüstung, wenn ich die dem Sniper gebe, kann er doch hochfliegen und hat dann eigentlich automatisch alles im Visier und kann sich das anschauen. Dann hole ich jetzt da mal noch welche mit dazu. Und ansonsten... Okay, ich habe nicht genügend... den Preis eines Gegenstands zu senken, beschäftigen. Weißt du, wie viele Ingenieure ich habe? Ich habe 104. Für das meiste Zeug brauche ich maximal 20, 30. Fusionslanze, das ist auch unsere Bombenwaffe, genauso wie die EMP-Kanone. Ich weiß gar nicht, was da besser ist. Bisschen Geld haben wir noch, aber jetzt erstmal, genau, weil er meinte, wir haben nicht genügend Platz im... Ach, wir haben schon Firestorm im Bau. Ah, okay, da war dann schon was. Das heißt, wir... können den noch ausmusten, dass wir auf jedem Kontinent den Firestorm kriegen. Nein. Nein, nein, nein.
Können wir nicht nochmal drei Firestorms bauen? Nein, falsches Menü. Weil die sind natürlich... Okay. Hä? Warum? Achso, die... Die können nur im Hauptquartier gebaut werden. Ja, ist das lästig. Da muss ich die jedes Mal umlagern. Oh, das ist etwas... Etwas uncool. Ja gut, dann ist es so. Dann ist das halt so. Dann dauert das noch deutlich länger, bis wir das überall am Start haben. Einen neuen Mech bauen. Oh, ich kann den jetzt upgraden. Den Heilnebel, das ist ganz interessant. Oder ein Granatwerfer. Ach, okay, ich habe die ganzen Forschungen schon bis Stufe 3. Annäherungsminen, oder? Oh, okay, dann kriegst du noch das mit drauf. Habe ich Märtyrer aus Stahl, neues Achievement, weil ich maximal das Ding aufgerüstet habe. Was haben wir in der Gießerei noch? Wir können Mech-Nahkampf mit Damage machen. Also wir können die Mechs noch ein bisschen verbessern. Ansonsten verbesserter Flug. Das braucht Ressourcen ohne Ende. In Sachen Einrichtung gibt es ja eh nichts Neues mehr. Energie haben wir noch und ja, Platz ist auch noch da. Das heißt, das Geld fließt wirklich hier rein hauptsächlich. Ich habe die Rüstungen. Die Fusionslanze wäre noch ganz spannend. Da können wir jetzt nämlich das mal vergleichen, was der Damage ist, den die anrichten. Waffe ändern. Die Avalanche 70, weit langsam, niedrig, niedrig. Dann haben wir Laser 85, kurz, schnell, niedrig, mittel. Dann haben wir das Ding mit die 100% Präzision, kurze Reichweite, Feuerrate, Mittel, Schaden und Durchschlagskraft hoch. Und Fusionslanze ist zu dick für die normalen Abfangjäger. Okay. Und die hat 90% weit, schießt weit, hat eine langsame Feuerrate, aber Schaden und Durchschlagskraft. Dann ist ja die EMP-Kanone eigentlich richtig, richtig geil. Weil die macht auch weniger Schaden, das heißt, da kriegen wir dann mehr Alien-Zeug raus, wenn wir ein Schiff relativ unbeschädigt vom Himmel holen. Dann kriegt einer von euch mal die EMP-Kanone, weil der Firestorm kriegt dann die große Gun. Mit der würde das dann wohl schaffen, das Aufseher-UFO umzuholzen. Dann machen wir da noch drei weitere EMPs. Ne, vier. Wir haben fünf Kontinente. Dann kriegt in jedem Kontinent nochmal ein Raven die Aufrüstung auf eine EMP-Kanone. Gern vergessen, ja, Südamerika haben wir vergessen. Gut, dann passt das doch. Da können wir nachher noch Firestorms aufbauen. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr direkt Interessantes für mich. Doch, ich kann da mal noch ein bisschen meine Leichen verwenden, weil die Add-ons könnten mir durchaus helfen. Und ich habe eh keine besseren Verwendungen für diese Überreste der Aliens. Oh ja, schön. Gut, dann sind wir da ziemlich gut bestückt. Satelliten haben wir noch einen auf Reserve. Dann bauen wir nochmal ein Legierungsschiff. Dann bauen wir den besseren. Braucht immer ein bisschen. Ah, bauen wir beides. Was soll der Geiz? Jetzt zu diesem Zeitpunkt, Geld ist nicht das Problem. Mir fehlen gerade die Alien-Bauteile, um mein Zeug herzustellen. Ein Mech haben wir. Oh ja, genau. Können wir jetzt das Geld ins Genlabor stecken? Geht das oder gibt das Probleme? Ja, anscheinend das geht. Dann. Oh, das ist gegen Gedankenkontrolle. Ich denke, das könnte ganz hilfreich sein. Bei Gedankenkontrolle wäre echt ein Problem, wenn die Ladies zu Gedankenkontrolle übergehen, dann ja, gibt das einfach mächtig Ärger. Zielgenauigkeit. Höhenvorteil. Jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Wir haben kaum noch Fehlschüsse, dann kannst du das haben. Okay, da verbluten wir dann. Verblutungsdauer verlängert. Oder das andere ist... Okay, wenn ein Tod beschädigt wird. Ich habe nicht vor, dass ihr stirbt. Aber das... Ja, dann kriegst du das. Also sie wird jetzt einfach mal voll gestopft mit Sachen.
Ui. Aber das kostet auch... Huh, das ist das teuer. Kostet 150 Cash und das habe ich das Geld gerade gar nicht mehr. Können wir nicht nur irgendwas verscherbeln, dass wir sie einfach einmal das rundum sorglos Paket verpassen können? Haben wir denn da noch im Angebot? Wollen wir relativ viel haben. Eigentlich gar, wir haben von nichts mehr. Okay, dann muss ich doch ein bisschen auf neue Finanzen warten. Oder wir... Ja, wir geben mir gleich mal. Ich kann ja nachträglich das auch noch aufrüsten. Also von dem her kann ich sie einfach mal mit den Genen versorgen, die interessant sind. Das ist die Neuraldämpfung auf jeden Fall. Das mir dazu. Weil eigentlich, ich kann dann... Das Herz ist gar nicht mal so wichtig, finde ich. Das ist zum Höherspringen. Das ist CP-Maximum ohne Rüstung, aber wir haben so viel Rüstung inzwischen, das ist auch nicht mehr so wichtig. Das ist eher im Early Game interessant. Das kann ich jetzt nicht tun, aber 160, 12 Tage, 115 Meld. Alles klar. Ich schicke den ausgewählten Freiwilligen sofort zur Vorbereitung auf den Eingriff. Sobald mal einiges die Modifikation abgeschlossen an Boosts. Ist, werde ich sie umgehend davon nur, also ich weiß, dieses Mech und Gen-Labor, das verträgt sich nicht. Das quasi, wenn ich die jetzt zum Mech mache, dann würde die ganzen Implantate verlieren, weil wir ja sämtliche Sachen abschneiden, was schon ein bisschen gruselig ist. So, ja, dann einfach mal. Bewaffnung ist durch. Ist er nicht süß, der Kleine? Da ist das Schiff. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch ein Soldatenspot. Thunder 1. Oh wow, die können ja gar nichts. Aber er hat, okay, er hat 13 HP, 20 Verteidigung. Also die sind, wenn man denkt, der hat mich jetzt 20 oder so gekostet. Ich glaube, der ist im frühen Spielverlauf echt mächtig. Und inzwischen sind meine Leute, glaube ich, einfach zu krass dafür. Für den ganzen Spaß. Als nächstes gibt es eine verdeckte Operation. Wir sind nicht mit der besten Truppe unterwegs, aber ich denke trotzdem mit einer Truppe, die stark genug ist. Auf jeden Fall müssen wir X-Wald aufhalten. Wir sind auf ihren Fortschritt gespannt. Also alle, die mal nicht mit dabei sind, geben mal kurz ihre Sachen ab. Wir haben da trotzdem noch lauter Kernels. Durant ist mit am Start. Was haben wir? So gute Soldaten einfach. Wir könnten eine etwas schlechtere Truppe da reinschicken. Bei eine Whisky, du musst auf jeden Fall mit. Wir brauchen einen guten Healer für alle Fälle. Da will ich einfach nichts riskieren. So, genau, Rüstungen vergleichen. Gesundheitsbonus 6, die Erzengelrüstung gibt einen Bonus von 8 und die Titan 10. Okay, die hat eben Geistmodus, macht unsichtbar und hat auch den Kletterhaken. Das ist eine mittlere. Geistmodus kann 4-mal aktiviert werden. Zählt nicht als Aktion, der Geistmodus. Und ich kriege einen kleinen Deckungsbonus. Ja, der Haken ist mit dabei. Luftdicht ist das Ding auch und feuerfest ebenfalls. Okay, also es hat auf jeden Fall so seine Vorteile. Das klingt eigentlich für dich nach einer ganz potenten Rüstung, muss ich ehrlich zugeben. Du kriegst ein Plasmagewehr, eine Laserpistole, natürlich ein Medkit trägst du mit und so deine eigene Übersicherheit ein Titanpanzer. Dankeschön. So, Durant ist ready, DOA ist auch ready, Zeng ist auch ready. Den haben wir dann noch. Wir können Tectonic mitnehmen. Und wir können das testen bei ihr. Miss Durant mit Umrüstung auf Erzengelrüstung. Sieht mal elegant aus, ist auch luftdicht und feuerfest. Nein, das ist die falsche Rüstung. Das ist die Erzengel. Genau, die kann fliegen. Flugmodus einschalten, um das Schlachtfeld zu fliegen. Jede Runde im Flugmodus kostet eine Treibstoffeinheit. Ah, okay. 6 Treibstoffeinheiten. Okay, das kann man mit Forschung erweitern. Das ist, glaube ich, ein Projekt in der Gießerei. Gibt keinen Bonus für die höhere Kampfposition, aber es geht eigentlich beim Sniper mir nur darum, dass sie besser sehen, wo sie hinschießen müssen. Trotzdem luftdicht und feuerfest. Also es sind trotzdem sehr starke Rüstungen. Kann man nichts sagen. So, nehmen wir ein paar Noobs noch mit, um den ein bisschen zu pushen. Ich meine, ich kann euch allein mit meiner Ausrüstung schon so sehr pushen, dass ihr eigentlich trotzdem recht gut durchhalten solltet.
Aber für dich reicht die Nanofaserweste. Dann haben wir zwei Sniper mit am Start. Und dann nehmen wir da noch mit. Eine weitere Schrotflintendame. Wie ist es, haben eigentlich mit die Frauen alle die Schrotflinten? Oh ja, stimmt, das müssen wir umrüsten. Wie gut ist das Ding im Vergleich zum Streulaser? Mittel 5, 7, 20, 9, 11. Mittel 18, 20, 14, 16. Ey. Monströse Schrotflinte, dann kriegst du nämlich auch Chitin. Und Weste. Gleiches gilt für DOA. Bewaffnung. Regierungskanone. Die Monster-Schrotflinte. Ja, und dann haben wir rund um Waffen, rund um Truppe. Auf geht's. Transporter ist eingetroffen. Wir wollen eine Exhaust-Zelle ausschalten, die sich in Südafrika eingenistet hat. Unser Agent skippen, was wir skippen können. Daten zu übertragen, als Exhaust-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch das die Position unseres Senders, aber wenn Exhaust ihn ja, hat, wir kennen das Spielchen zwischen Zentrale. Und wenn sie auch den hacken, kommt ich mich nervt das so, dass man das nicht abbrechen kann. Es inzwischen stresst mich. Es war am Anfang noch ganz lustig, aber inzwischen huiuiui. Okay, wir können auf jeden Fall Sniper aufs Dach rennen lassen. Bei ihm sogar mit Deckung. Ich meine, das ist ein Loch. Da wird Exalt nicht viel Spaß haben. Das weiß ich jetzt. Okay, sie haben jetzt inzwischen auch Laserwaffen. Jemand versucht sich Zugang zum Codierer zu verschaffen. Wir müssen da halt hinkommen. Sonst finden sie heraus, wo sich der Sender befindet. Das ist gar nicht so wild. Wir könnten mit ihm dem Geistmodus bis und wir können mit ihm bis darüber sporten theoretisch. Jawohl, Sir. Aye, aye, Commander. Kann man da den Nade runterwerfen? Sah doch gerade gar nicht so schlecht aus. Da, war. Krieg den hinteren bitte auch. Genauso. Hui. Ja, damit ist nämlich eure Deckung schon mal nicht so toll. Jetzt versuchen wir mal. Flugmodus aktivieren. Oh mein Gott. Das ist schon ein bisschen krass. Das ist nämlich die maximale Höhe, die man fliegen kann. Das ist absurd. So. Dann kann man mit dir noch. Werfen da drüben noch einen Gefechtsscanner. Wofür haben wir das Ding? Alles etwas lustig. Es kann halt nur 6 Züge da oben bleiben, aber ich würde mal behaupten, das ist okay. Ins Haus komme ich, glaube ich, nicht mit ihm. Zumindest nicht genug, um da noch einen Schuss abzusetzen. Mit ihr könnte das vielleicht noch was werden. Und das einfach, ich weiß nicht, wie gut die Treffsicherheit mit deiner Schrotflinte ist, ich schätze mal nicht gut. Das wäre das Plasmagewehr wahrscheinlich sinnvoller als Waffe. Ah, 70%. Halleluja, der Damage. Und für dich gilt. Verstanden. Rück aus. In Position bringen. Wir werden eine Runde im Verschlüssel wahrscheinlich verlieren, aber ist nicht so schlimm. Brenne. Ich meine, selbst unser Medic hat viele Hitpoints und da hinten hat er Deckung. Okay, deine regeneriert sich. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, können sie den Sender orten. Wir müssen handeln. Mir wäre es schon recht, dass die da in ihrem Loch drin bleiben. Und Sniper auch unten drin ist halt auch nicht so der beste Move ever.
wollen wir wieder weiter auf den Typen oben schießen. Leute, dann habe ich da schlechte Neuigkeiten für euch. Oh ja, jetzt erstmal unsere fliegende Dame. Okay, sie hat nur einen im Visier. Brauchen wir auch, glaube ich, keinen Crit, weil das ist der, der eh angeschlagen ist. Das ist lustig. Und Achievement dafür gekriegt, Todesengel. Töte den Alien im Flug. Na gut, ist zwar ein Exalt, aber kommt wahrscheinlich auf selbe raus. Okay. Aber wir können ja... Gut, ist relativ gut gegen Mind Control. Zwei Drittel. Schauen wir mal. Okay. Bisschen unsere Hirnfähigkeiten einsetzen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Wir haben aber noch Soldaten auf jeden Fall. 84 auf sowohl als auch. Macht also wenig Unterschied. Wir haben ihn noch, wir haben sie noch. Dann, ich glaube, mit ihnen rennen wir dann eher raus. Und unsere schrotflinte Dame darf da einmal rein. Steht schon da. Feinde gesichtet. Ja. Anscheinend hat Exalt mehrere Funkrelais-Stationen in dem Gebiet aufgestellt. Wenn unser Agent nah genug rankommt und sich mit den Verschlüsselungscodes aus den Daten von Exalt Zugang verschafft, sollte er die Kommunikation des Feindes vorübergehend stören können. Ah. Das ist ein interessanter Hinweis. Versuchen wir das mal. Ja, mit ihr wollte ich jetzt... Tschüss. Erledigt. Mächtiger Damage. Ich mach mich los. So, wie gut seid ihr dann gegen... Die sind mental recht solide, ne? Schauen wir mal, was wir erreichen können. Hat nicht funktioniert. So, dich müssen wir umplatzieren, ansonsten bist du da in einer unschönen Position. Ja, wir räuchern euch dreimal ein. Weil ihr unten im Loch sitzt. Wobei er hat natürlich auch keine Deckung. Gegen die Truppe da drüben. Aber er ist auch, glaube ich, davon betroffen. Also sollte nicht so wild sein. Okay, die haben alle sehr viel Spaß, an meinem Sniper da oben rumzuschießen. Commander, Scans zeigen, dass weitere Feindverbände auf Strike Ones Position vorrücken. Okay, da kommen nochmal zwei, drei Leute. So, erstmal das mit dem... Genau. Der feindliche Funk ist ausgeschaltet. Das sollte Exalt für eine Weile auf Trab halten. Interessant. Ich hatte 100% auf die Nähe mit einer Schrotflinte. Macht schon Spaß. So. Bin unterwegs. Okay, da geht. Wir haben den anderen gar nicht im Visier. Dann lassen wir mal. Hat die höchste Erfolgschance. Okay. Deine Mentalfähigkeiten bisher lassen zu wünschen übrig. Für dich. Kriegen wir das? Das ist schon eine lustige Fähigkeit mit dem Jetpack. Ja, werte Exalt-Menschen, sieht nicht so gut für euch aus. Oh ja, wir haben den noch. Ganz vergessen. Eine Sorge um dich kümmern wir uns auch noch. Wir haben da noch einen Zug. Begebe mich auf Position. Ja, hat mich wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Hätte ich besser sortieren können mit den Flügen, aber ist nicht so wild. Was der alleine schon so groß anrichtet.
richtet gar nichts an. Das, das ist natürlich schlecht und ungesund für ihn. Wir können jetzt noch ein bisschen Versuchskaninchen für unsere Ziehfähigkeiten. Er hat schon geskillt. Eine 40% Chance, aber nein, für dich ist es einfach auch Pilz sammeln. Für dich auch wichtig. In Bewegung. Bin unterwegs. So, kriegen wir dich in die... Wo sind, da noch so weitere... Vorne ist eben die nächste von diesen Rotierstationen. Da müssten wir sie halt bis darüber kriegen. Target confirmed. On our way. Keine Ahnung, was das genau macht, aber wenn mir das Spiel das anbietet, dann nehmen wir das halt auch an. In deinem Fall einfach Feldposten. Du darfst mal wieder irgendwo landen. Weil das braucht natürlich die ganze Zeit Treibstoff. Mit jedem Zug, den sie da hat. Und momentan haben wir entspannt die Zeit, um uns da hoch zu platzieren. Die Hütte steht ziemlich gut, um einfach alles im Blick zu haben. Exxon schickt weitere Verstärkung zur Strike One's Position, Commander. Ja, schön. Okay, hat mich jetzt schwer gewundert. Das ist die Schrotfinte auf die Distanz. Okay, zwei Exis. Ui. Gar nicht gewusst, dass da was ist, wo man rein kann. Das ist ja lustig. Der wird nur leider nicht viel Spaß haben. Wir haben da immer noch zwei Sniper auf dem Dach stehen. Nein, wir sehen das Ding gar nicht. Ui. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um die anderen. Uff. Keine Sorge, deine Freunde kommen gleich nach. Bei Sniper kann schon ordentlich wehtun. ja, da hochkommen ist eher schwierig. Also wir kriegen dich da vielleicht in Position. Ich rücke vor. Ah, okay. Jetzt hätte ich mal einer, der wehtut. Deine blöden Position da oben. Was aber für dich ist... Bahnfrei. Wird eben an das Ding da oben hinkommen. Den treffen wir halt so nicht. Da geht gerade nichts, das heißt. Los jetzt. Bin wieder da. Wir laden mal nach. Gucken wir sehr so. Springt jetzt da runter. Das könnte ihm wehtun, weil ich glaube, der landet. Ja. Ja, keine smarte Idee. Von allen Positionen, die dir das raussuchen können. Die war es nicht. Die X-Rays haben mich flankiert. Und dann trifft er nicht auf die Entfernung. können wir dich versuchen, dich so tot zu kriegen? Schön. Jawohl, Commander. Ah, da hinten ist auch noch eins von den Dingern. Gut, dann sind die in Position. Du kannst Feldposten. Du lädst einmal nach. Ja, dich lassen wir zu ihm rüberspurten, dass du ihm den Heal verpassen kannst. Für alle Fälle. Wir müssen jetzt kein Risiko eingehen. Wir haben 4 Medkits und genügend Heal auf Standby. Für euch. Das ist einfach weiter in das Position hier halten. Und für dich. Mal auf das Ding anrennen. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Durant schießt. Ich habe halt irgendwas klirren hören. Erfolgreicher Schuss. Weil mit der jetzt hier reinläuft. Oh, stimmt, sie hat ja Nahkampf speziell. Ah, ist das süß. Oh, die haben echt keinen Erfolg. Die haben echt keinen Erfolg. Weil er ist halt auch voll in Reichweite von meiner Pistolendame. Oh, die müssen einem die Exholz fast leid tun. Okay, da kommen nochmal zwei.
Oh, da kommt da noch einer da oben. Aber den sollten wir jetzt diesmal im Blick haben. Das heißt, der muss als allererstes weg. Erstmal gucken wir uns sie hier an, weil die können das Ding ausschalten. Dann ab zu den Snipern. Sie hat irgendwas ganz toll im Visier. Das ist der erste mit 83%. Da haben wir auch unseren Crit mit drauf. Ist mir egal, Hauptsache der ist weg von da oben. Da fliegt er. Den hinten müssen wir nicht erschießen. Am ehesten den. Hier geht einmal Heal absetzen. Ich habe jetzt nicht, dass er eine Rakete bis darüber bekommt. Nicht bewegen, das wird wieder. Aber wir haben jetzt hier auch noch. Wir haben so viel nochmal Aufgebot. Jo. Wir haben hier noch einen, aber den können wir flankieren. Mit DOA. Da die Schrotflinte eh ziemlich übel ist, habe ich um den eh schon ein bisschen Angst. Oh Gott. Ist das der hintere? Ne, das ist der. Das ist der mit den wenigen. Das ist der mit den vielen Hitpoints. Diese Schrotflinte ist eine Mörderwaffe. Unfassbar. Ich glaube jetzt nicht, dass er das irgendwie in den Griff kriegt, aber wir haben sie noch. Damit sollte das alles kein Problem sein. Wir können uns noch ein bisschen annähern. Wie weit kann ich hier sprinten? Ah, nicht, dass ich das in den Griff kriege. Da noch irgendwo hoch? Nee. Das heißt, wir machen das aus... Ich glaube, das ist der beste Winkel, den ich finden kann. Um da hoch zu ballern. 73. Das war's, Commander. Erfolgreich. Der Sender ist gesetzt. Na, fliegen wir mal zurück. Gibt das Waffenfragmente? Ich hoffe doch. Das ist ja das reinste Kinderspiel da draußen. Hoffentlich werden unsere Truppen nicht übermütig. Wenn die Zentrale das sogar schon sagt. Ah, schön. Miss McDonald hat ihre nächste Stufe erreicht. Ich meine, sie ist auch inzwischen sehr stark. Panik fällt nicht in Frankreich. Den Waffenfragmente. Also wir arbeiten uns da langsam hin. Exalt-Datenentschlüsselung. Das heißt, wir haben jetzt noch Deutschland und Großbritannien. Wahrscheinliche Exalt-Standorte werden gelöscht. Ja. 50-50 Chance. Haben wir noch irgendeinen sonstigen Hinweis bekommen? Beide kann man in Civilization 5 spielen. Beide sind östlich des Atlantiks. Also das ist nicht wirklich relevant. Das ist ein bisschen schade. Und ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir hier... Magna-Kampf, nee, wir konnten... Okay, wir... Ah, ich habe die Cyberdisk leider aufgebraucht. Rip, okay. Das ist der bessere, süße kleine Robo, den wir gerade gebaut haben. Unser erster Firestorm wird dann auch in ein paar Tagen fertig. Kasane, Soldaten. Wo ist er denn? Das ist der Goliath. Er hat 18 TP plus 3 und 30 Verteidigung. Spielsicherheit ist es bei denen nicht so geil, aber Tankies sind sie. Tankies sind sie wirklich. So, und dann warten wir noch, bis der Firestorm fertig wird. Da ist es, unsere wunderbare Technik. Einiges geleistet, aber ich muss sagen, mein Team und ich sind auf unsere Arbeit am Firestorm besonders stolz. So, dann machen wir erstmal... Ne, wir müssen den verlagern, dass wir dann einen neuen bauen können. Kann ich den umrüsten und verlagern? Wo ist er denn? Ach, der Demon.
Demon ist das. Ja, erstmal. Genau, du kannst mir eine Fusionslanze tragen. Eine absolute Zerstörungsmaschine. Okay, er muss jetzt einen Tag umrüsten. Und dann haben wir auf jeden Fall das Ding mit dabei. Mal gucken, ob wir dann beim nächsten Mal das Aufseher-UFO bekommen. Das finden wir dann im nächsten Part heraus. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.